Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AEW Fight Forever, dem Road to Elite Modus. Wir sind ja in der letzten Folge dem Inner Circle beigetreten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Dementsprechend habe ich auch mal meinen Einzug etwas angepasst. Den werden wir definitiv heute noch zu sehen bekommen. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein bisschen wieder Energie tanken, würde ich sagen. Erstmal schön ausgehen. Machen wir Pressekonferenz. Ja, komm, machen wir Pressekonferenz hier. Vor der nächsten Ausgabe. Mal gucken, wie viele Leute heute wichtige Fragen uns haben. Fragen-Antwort-Runde in Nashville, Tennessee. Okay, hier ist die nächste Frage. Samuels, was machst du gerne an deinen freien Tagen? Ich bin gerne in der Öffentlichkeit. Ich ziehe normalerweise selbst ein Publikum an, wenn ich nicht im Ring stehe. Joa, alles klar. Und die letzte Frage. Wen betrachtest du bei AEW als deinen besten Freund? Oh, jetzt bin ich gespannt. Es ist schwer, Freunde zu finden, wenn man jeden als Konkurrenz betrachtet. Das war's heute von Joey Samuels. Eine Runde Applaus. Wirklich überragend, oder? Das nenne ich mal eine richtig krasse PK gerade. So. Dementsprechend haben wir uns wieder ein bisschen aufgeladen. Ich komme mir vor, als hätte ich einen Tamagotchi hier am Start. So, dann, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, mal ein Workout. Dann können wir uns ein bisschen erholen. Hier nehmen wir Verletzungsrate 22%. Komm, das intensive Training muss sein. Jetzt seht ihr auch mal mein neues Outfit. Das haben wir nämlich jetzt auch mal geändert. Damit wir nicht immer in Lederjacke und Sonnenbrille hier trainieren. So. Tragen jetzt auch eine Inner Circle Cap. Die Hände etwas breiter als die Schultern und flach hinlegen. Nach unten einatmen. Da sieht man Inner Circle Cap und ich habe jetzt ein All Elite Wrestling Zipper an. Beim Hochdrücken ausatmen. Ich habe echt hart gearbeitet, aber ich fühle mich großartig, als könnte ich Bäume ausreißen. So sieht's aus. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind gut. Richtige Maschinen. So, Double G's Gym. Oh mein Gott, der Wardlow. Ich habe dich beim Training gesehen. Das kannst du besser. Streng dich mehr an. Oha, er disst uns voll. Meinst du? Du musst mehr Wiederholungen rausholen, den Muskel richtig beanspruchen. Alter, dem sein Oberarm ist größer als mein Kopf. Okay, du bist der Körpertyp. Guckt mal an, guckt euch diesen Körperunterschied an, das ist ja Wahnsinn. Cool, dafür haben wir jetzt irgendwas bekommen, das ist ja wild. Für diesen Smalltalk gerade. Okay, Woche 3, dann werden wir jetzt mal etwas dedieren. Das lädt nämlich uns wieder auf 60 auf. Nee, auf 100. Um 60 laden wir uns auf. So, there's a rub. Ich bin am Verhungern. Bitteschön, eine große Nashville Barbecue-Platte. Das klingt mal episch, oder? Und da würde ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich zuschlagen. Kann's kaum erwarten. In Nashville liebt man Schwein. Mit viel Paprika und Knoblauch eingerieben und über einem großen Feuer gebraten. Guten Appetit. Da hinten sitzt Milli Vanilli. Zeit, das hier schnell zu beenden. Ich weiß nicht, ich finde so Hoodies irgendwie oder so Zipper irgendwie nicht so cool, wenn hinten so ein großes Logo noch drauf ist. Ich mag das eher, wenn das sowas dezent ist, weil vorne ist ja auch so ein kleines dezentes AEW-Logo drauf. Aber es geht leider nicht, man kann sich einstellen. Oh, guck das Essen an. Ist schon hart jetzt gerade. Geduld zahlt sich aus, diese Platte mit Nashville Barbecue wurde in einer leicht süßen, würzigen Soße langsam zur Perfektion gebraten. Das sieht auch schon nicer, dicer aus, oder? Oh mein Gott, Chris Deadlander. Du bist auch hier, Samuels. Der Ort ist nicht von dieser Welt. Aha, Weltraumwitz. Aber ja, du hast recht. The city's so nice, they named it twice. Ich hatte das vegane Barbecue-Sandwich. Mein Bauch ist so rund wie ein Asteroid. Gott, dass die halt wirklich so dieses Gimmick da auch so nutzen. Und noch einer, wie herrlich passend. Ich wollte mich nur unterhalten. Sorry, falls ich etwas außerirdisch wirke. Ah, ich verstehe. Dafür bekommst du einen Stups. Oh mein Gott. Ja. Jetzt gibt's wahrscheinlich wieder ein Foto. Weil wir neue Freundschaften geschlossen haben. Wir haben kein Foto mit dem Wardlow gemacht. Okay, es gibt doch kein Foto. So, dann, ja gut, anderes Match macht jetzt keinen Sinn. Minispiel.
Machen wir ein Minispiel oder? Komm, Sightseeing. Willst du Dashville machen, das Sightseeing-Tour nochmal? So ein bisschen Energie. Oh mein Gott! Einfach mit Adam Page. Wie cool ist das denn? Lower Broadway, Nashville, Tennessee. Adam Page, man kann die Geschichte und die Liebe zur Musik hier einfach fühlen. Hast du was für Country übrig, Samuels? Klar, damals hier die, wie ist nochmal? Die Gruppierung aus der WCW von Kurt Hennig. Ich glaube, die West Texas Rednecks, also. I like country music, I like country girls. Ach, ich weiß nicht mehr, es gibt auf jeden Fall den Song. Keine Ahnung, wie er weiterging. Rap is crap. Shot a man in Reno just to watch him die. Von Johnny Cash, der in Nashville gelebt hat. Immer noch eine eiskalte Textzeile, oder? Finde ich aber cool, dass wir auf Johnny Cash hier drauf gehen. Apropos Mr. Cash, du steckst auch in einem Ring of Fire, was? The Inner Circle. Nichts Offizielles, aber du kennst mich ja. Ich bin ständig gefragt, Hänger. Weil es Interesse hat, ich suche jemanden, der bei Dark ein paar Man in Black mit mir erledigt. Aber erst machen wir ein Foto. Sehr gut. Wisst ihr, Freundschaft mit dem Hangman geschlossen. Oh, das Bild ist cool. Hangman guckt zwar ein bisschen komisch, aber wir sind auf jeden Fall richtig gut drauf. Okay, dann gehen wir mal zu Dynamite. Bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Trent Barretta. Okay, mit Wardlow. Das ist irgendwie so ein bisschen unlogisch, oder? Wir treten eigentlich dem Inner Circle bei. Circle, baby. Also wir treten im Inner Circle, weil sie mit Wardlow unterwegs. Ja. This is war. Trent Barretta. Oh, Matt Hardy. Delete, delete, delete. So, gucken wir, ob wir mit ihm besser unterwegs sind als mit John Moxley. Jo, er kippt einfach um. Okay, heftig. Der Cutter. So, sehr schön. So, jetzt melden wir uns endlich mal hier im Match ein bisschen an. Ey! Oh, wir... Sehr gut. Warum? Ich muss dieses automatische Anvisieren ändern. Das geht mir echt so hart auf die Nüsse. So, wir sind in einer guten Position gerade. So, auf Wiedersehen, Herr Hardy. Okay, wir haben hier anscheinend keinen... Nee, haben wir leider nicht. Ich glaube nicht mit der Taste, die ich jetzt gerade... Ja, schade, geht wirklich nicht. Ich weiß nicht, mit wem ich da gespielt habe, aber auf jeden Fall hatte ich jemanden, mit dem ich da übers Seil springen konnte. So, wir haben Schaden genommen. Wardlow, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Hallo, bitte. Ich verstehe aber nicht, warum die Matches hier immer No-DQ-Matches sind. Ja, das finde ich schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So, Hardy hat ein Signature. Ach, Barretta.
Hast halt keine Chance. Oh, diese Wardlord-Chance, so nice. Ich find's übrigens gut, dass man hier die Towns abbrechen kann. Wie ich eh rausgekommen. Ah, shit. Ja, come on. Ja, voll das Momentum irgendwie verloren in dem Match. Wardlord and Signature. Oha, Alter. Das sah ja richtig cool aus. Herr Wardlow. Brauche ich, glaube ich, mal wieder ein bisschen Hilfe. Was? Wieso war das das Ende? Hä? Ich habe doch nicht mal einen Finisher oder sowas gefangen. Oder war das so ein Trent Barretta, ein Finisher? Das macht ja gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Das ist was, das... sowas feiere ich halt so gar nicht irgendwie. Das ist etwas komisch. Macht für mich wirklich gar keinen Sinn. So, wenn ich im Team mit einer Bestie wie Wardlow verlieren würde, wäre ich vermutlich schleunigst aus dem Gebäude verschwunden. Ich habe alles gedrückt, was ich drücken konnte, aber es ging nichts. Die nächste Niederlage. Es läuft nicht für Joey Samuels bei AEW. Vielleicht können wir doch zur WWE zurück. Da waren wir der Star, ich sag's euch. Ist noch nicht so lange her. Es kann sich lohnen, vor einem wichtigen Match den Shop zu besuchen. Käufe im Shop kosten Karrieregeld, aber dafür kannst du deine Motivation steigern oder Verletzungen heilen, ohne einen Zug zu verbrauchen. Ja, sollen wir vielleicht mal tun, ne? Aber ich finde auch diese Matches, keine Ahnung, in den Einzelmatches tue ich mich leichter. Oh, mit Chris Jericho im Flieger. Ich sitz schon wieder dicht in dem Flieger, alles egal, denn der Bass ist brutal. Ich wette, MJF hat dir im Auto ein Ohr abgekaut, nicht wahr? Das Shirt ist nice. Er war sehr gesprächig, ja. Ich muss mich dir nicht verkaufen. Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Ich würde es so fühlen, oder? Wenn das jetzt mit Jericho einfach synchronisiert wäre. Erzähl mir von dir. Wie tickst du? Ich weiß, dass ich der Beste aller Zeiten bin und beweise mich gerne immer wieder. Es sieht man momentan auf jeden Fall. Bei The Inner Circle geht es um Vertrauen. Ich habe jedes Mitglied ausgewählt und geprüft. Ich weiß, dass sie mit mir in den Krieg ziehen. Verstanden? Boah, Alter. Dieses eine Match damals im Stadion. Das war schon nice. Ergibt Sinn. Wir beide kämpfen bei Dynamite gemeinsam gegen ein echt gutes Team. Oh mein Gott, ich habe ein Match mit Jericho. Wenn es da nicht läuft, dann läuft gar nichts mehr. Ich finde raus, wie vertrauenswürdig du bist. Und du erlebst... Und du erlebst meine Größe aus der Nähe. Okay, gut übersetzt. Mhm. Was haben wir hier? No LA. Ach nee, New Orleans soll das heißen. Na gut. So, wir müssen, glaube ich, mal ausgehen. Erstmal Sightseeing-Tour hier wieder machen. Oh mein Gott, da ist CM Punk. Oh mein Gott. Das Shirt von ihm. Wie geil. CM Punk, was machst du denn hier? Dasselbe wie du, Sam. Jetzt gleich entspannt den Mississippi entlang treiben. Mir gefällt übrigens deine Arbeit bei AEW. Achso, der Punk steht auf Verlierer. Und du, Punk, hast guten Geschmack. Ich hätte dich sogar gern als Gegner für mein Debüt bei AEW Rampage. Aha. Bist du bereit, dem Besten der Welt gegenüberzutreten? Auf jeden Fall, oder? Match gegen CM Punk. Bin dabei, aber denk drüber nach. Bist du bereit, bei dein AEW-Debüt zu verlieren? Okay, betrachte es als gebucht. CM Punk gegen Joey Samuels bei Rampage. Wir sehen uns dort. Nun, das ist jetzt wohl so. Du kannst jetzt bei Rampage kämpfen, der Schwestershow von Dynamite. Sie ist am 13. August 2021 gestartet. Geisteskrank, einfach schon fast 2 Jahre. Bei Rampage sind Herausforderungen und Belohnungen größer als bei Dark, also gib dein Bestes. Neben besonderen Herausforderungen kannst du pro Woche auch in einer zusätzlichen Show auftreten. Dark oder Rampage. Wir gehen auf jeden Fall zu Rampage, das nehmen wir mal mit. Weil Dark, keiner sieht uns jetzt nicht so.
Wobei, eigentlich würde zu Dark passen mit der Statistik, die wir derzeit haben. So, dann Workout wäre jetzt wahrscheinlich nicht so clever. Dann essen wir mal ein bisschen was. Einfach Sammy Guevara, alles klar. Inner Circle beizutreten war jedenfalls eine der schlauesten Entscheidungen meines Lebens. Okay, ihr zwei, hier ist New Orleans bestes Jambalaya. Klasse, in 5 Minuten nehme ich die nächste Schüssel. Es wurde übrigens kritisiert, was das hier soll, so mit dem Essen und so. Wo ich tatsächlich da sage, ja, es hat nichts mit Wrestling-Spiel zu tun, aber es ist doch witzig, dass man so ein bisschen was über Essen nochmal lernt. Hallo? Ist doch geil, wenn man gleich hier Essen sehen kann. So ein schönes Bild, ich krieg Hunger, ich hol gleich meinen Kontaktgrill raus und grill mir einfach nachts um 0.30 Uhr noch was. Alles klar, Schätzchen. Hast du ernsthaft 2 Schüsseln bestellt? Du weißt, wie ich durch den Ring fliege. Ich verbrenne eine Menge Kalorien. Okay, Sammy, der spanische Staubsauger. Lass uns ein Foto machen, bevor sie dir den Magen auspumpen müssen. Ja, Nono einfach von den Teletubbies. Boah, guckt euch das an. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ich bin halt eigentlich, esse gerne. Ich fühle sowas total. Der Koch hat außer Mardi Gras-Perlen alles in einen Topf geworfen, sich pflichtbewusst darum gekümmert und dieses wundervolle Gemisch war das Ergebnis. Ja. Ist schon nicht schlecht, oder? Ich krieg da Hunger. Jawohl. Sehr schön. Ich würde es ja noch fühlen, wenn ich selber so meine Pose auswählen könnte bei den Bildern. Okay, dann Rampage gegen CM Punk. Richtig gefühlte Folge heute hier. Disqualifikation ein. So, jetzt müssen wir uns beweisen. Inner Circle, baby. So, einfach alles hier wegschießen, was wir haben. CM Punk. CM Punk. Also das wurde auch geschrieben, dass irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer es war, dass halt die Einzüge so kurz sind. Da gebe ich tatsächlich recht. Die könnten meiner Meinung nach, also sie müssen jetzt nicht komplett gezeigt werden, weil irgendwann ist man sowieso an so einem Punkt, wo man die Einzüge skippt. Aber keine Ahnung, so nochmal so 10 Sekunden mehr. So, guter Start von uns. Ich weiß, wie es bei euch so, welchen Style bei Punk, so von den Klamotten, findet ihr am besten? Weil er hat ja so diese lange Hose gehabt und dann hat er diese kurze Hose. Jetzt hat er wieder was ganz Neues. Also ich glaube, ich bleibe wirklich so bei den Klamotten, die Punk hier trägt. Ah, was mache ich da? Gucken wir mal. So, DDT sitzt. Wir werden doch mal ein DDT. Oh, Punk-Chants sind da. Oh! Ja, war wichtig. Und der Flatliner. So, probieren wir es mal. Punk kommt raus. Aber ich bin nicht zu dumm für das Spiel. Es sind einfach nur die Tag-Team-Matches, wo ich irgendwie nichts auf die Kette bekomme, weil es mir zu unübersichtlich ist. Oh, der war wichtig. Der mit seinen Tritten hier.
denn das? Jetzt haben wir den Fuß gebissen. Oh, jetzt sind wir da. So, nochmal ein DDT. So, ich glaube, das könnte jetzt wirklich die Entscheidung sein. Ja, haben einfach Punk weggesquasht, so im Prinzip. War immer ein 3-Sterne-Match. So, Challenges, was haben wir denn hier so? Es war tatsächlich das beste Match, was wir bis jetzt gezeigt haben von allen. Ich finde das eigentlich cool, dass das alles gespeichert bleibt. So, sehr schön. Bei Rampage erfolgreich gewesen. Ich weiß nicht, was schwerer zu glauben ist, dass CM Punk sein Debüt bei Rampage gibt oder dass er dabei gegen Samuels verliert. Das ist tatsächlich eigentlich momentan eine sehr große Überraschung, so wie Samuels bisher performt hat, oder? Aber wichtiger Sieg. Darauf kann man aufbauen. Ich hoffe, dass das Match mit Jericho gleich besser wird. So, also für den Fall der Fälle. Falls ihr das jetzt gerade nicht sehen konntet, nach diesem Match von CM Punk wurde das komplette Debüt von CM Punk einfach gezeigt. Aus dem August 2021, als er zu AEW kam. Ich gehe stark davon aus, dass ihr das nicht gesehen habt, weil es garantiert einen Copyright-Strike gibt. Aber gut, wir lassen uns gerne überraschen. So, wir sind in Woche 4. Ich würde sagen, wir retten uns nochmal mit, warte mal, wie viel haben wir jetzt verloren? Gar nicht so viel Ausdauer verbraucht. Ein Meet and Greet, ein Minispiel? Was machen wir? Komm, hier, ein Meet and Greet machen wir. Damit laden wir die Energie nochmal auf. Meet and Greet Event, Mardi Gras, Party Gras, Party Gras, Party Gras. Du kannst Samuels jetzt treffen. Samuels, folgst du mir auf Twitter? Na klar, AEW-Fan. Ich folge nur Menschen, die ich kenne, aber kommentiere doch gerne meine Post. Nach dem Korrekturlesen. Du bist dran. Warum bist du Wrestler geworden? Ich biete Fans wie dir gerne eine Show und das Geld stimmt auch. Oha, Alter, was ein Satz. Also hat er gesagt, dass er auf der einen Seite ein bisschen geldgierig ist, oder? Na gut, dann haben wir uns jetzt regeneriert. Dann gehen wir mal zu Dynamite und werden das Match mit Chris Jericho haben. Ich muss sagen, von der Fülle war es eigentlich die coolste Show bis jetzt. Der Luchasaurus Express. So, gibt es jetzt einen Gemeinschaftseinzug gleich beim Luchasaurus Express? Inner Circle, baby. Diese Luftbänder, ich fühl's so, es passt so gar nicht, das ist einfach Young Bucks. Oh yeah! Le Champion! Es ist so schade, dass es wirklich so kurz ist. Okay, Lucha. Also Luchasaurus und Jungle Boy kehren nicht zusammen zum Ring. Der Song ist so geil. Ich liebe den Song. Jungle Life. So, wir müssen eigentlich nur. Ich will nicht. Da verliere ich sowieso wieder, weil ich die Steuerung nicht verstehe. So, guter Start. Oh, wir. Jetzt vor. Ah, verdammt. Du Ratte. Hat er Angst bekommen. Das ist mein Freund. Ist den Backen beraffen hier. Oh, er kontert. So, mal ein bisschen hier in der Action, in der Ringecke für Action sorgen. Ich wollte eigentlich gar nicht wechseln. Ich habe eigentlich
jetzt so den Plan gehabt, dass ich irgendwie eine Aktion gegen ihn zeige. So Double Team Action, so wie bei WWE halt. Versteht ihr, was ich meine? Da kommt der Gewalt raus. So, Jericho wird jetzt hoffentlich mal ein bisschen überzeugen. Ist so auf jeden Fall der korpulente Jericho, oder? Weil man sieht, wie Chris Jericho sich wieder entwickelt hat. Sehe ich eigentlich irgendwo? So, Double Team Action mit Jericho. Ah, es läuft hier. Das ist mein Team. Ja, dann gehen wir wieder. Tschüss. Sehr schön. Es läuft wirklich gut hier aktuell. Das ist das beste Tag Team Match, was wir bis jetzt hatten. So, DDT sitzt. Flatliner sitzt auch. Ah, das wird halt... Oh, das war richtig gut von Jungle Boy. Jawohl! Jawohl! Wirklich das beste Tag Team Match bis jetzt. Ah, kaum hast du Jericho an der Seite, läuft das hier. Zwar nur 2,5 Sterne, aber es war echt ein gutes Match. Sehr schön. Das hat doch Spaß gemacht. Da guckt sich an hier so. Aber das war, na doch, das war auf jeden Fall wirklich das beste Tag Team Match. Von den Punkten her. Das mit dem Wardlaw war richtig mies. Aber gut, was willst du machen? Das war doch unterhaltsam heute, oder? Jetzt bin ich mal auf die Abschlusssequenz gespannt, die jetzt hier noch so geboten wird. Oh, Jericho. Oh mein Gott, Wardlaw, du Schwein. Was? Was? MJF und Wardlow stellen sich gegen Jericho, nachdem er gesagt hat, so von wegen Vertrauen und so, dass die Leute genau angeguckt hat. Split beim Inner Circle? The Inner Circle war eine nette Spielerei, Chris, aber die Spielstunde ist jetzt vorbei. Ich bin in allen Aspekten besser als du und ich starte eine neue Fraktion, die das wahre Pinnacle von AEW repräsentiert. Wardlow gehört natürlich dazu und ich habe gute Laune, also lade ich Samuels auch noch ein. Dieser Mistkerl MJF hat sich gegen seinen Mentor Chris Jericho verschworen, um die Inner Circle zu zerschlagen. Ja gut, eigentlich war der Mentor von MJF war doch Cody Rhodes, oder? Aber ist Joey Samuels auch auf der Seite von The Pinnacle? Das war's so heute leider mit Dynamite. Boah, geiler Cliffhanger, oder? Sehr, sehr geiler Cliffhanger. Tja, Leute, die Story kommt in Fahrt. Freut euch auf morgen. Ja, Leute, wir reisen zurück nach Seattle. Tja, werden wir nicht etwa Daniel Bryan treffen? Bryan Danielson, ich bin sehr gespannt. Ja, wir machen an dieser Stelle Schluss. Für den Fall, dass ihr jetzt gerade hier so einen komischen Cut hattet, das liegt daran, dass wir... ja, wieder quasi eine Sequenz zu sehen bekommen oder uns gezeigt wurde, wo MJF den Pinnacle gegründet hat und seine Promo gegen Jericho gehalten hat. Ich gehe jetzt stark davon aus, das gibt einen Copyright-Strike und wird dann wohl nicht zu sehen sein. In diesem Sinne aber, es hat mir heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. So langsam kommen wir hier ins Rollen. Coole Storyline auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Freut euch darauf, wie wir uns morgen entscheiden, ob wir dem Pinnacle beitreten, ob wir bei Chris Jericho bleiben. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns um 12 Uhr wieder. Bis dahin.
Ich danke euch dafür, dass ihr wieder reingeschaut habt. Schreibt gerne wieder was in die Kommentare. Ich denke, es gab ja genug Futter, wo man was zu sagen könnte. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Video. Kommt auf meinem Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Würde mich auch sehr, sehr freuen in diesem Sinne. Haut rein, macht's gut und ciao.